Kapitel 4. Flackern. Pike, it's all on this USB drive. All the evidence you need to nail Typhon for Gabe's death and plenty more. All right. Bring it with you. I'll meet you in an hour. Thanks. Talk soon. Citizens of Haven Springs, we are live at the Spring Festival. One final reminder to head over to the Lathe Flower Cart and grab a rose before they're gone. At Haven's inaugural Spring Festival, eligible women of good stock and birthing age would offer up roses in order to attract a mate. What can I say? History is weird. Thankfully, we've lost the mating stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. And an even better way to say, hey look, a rose. Sounds fun. Is giving away a rose something I'd do? Maybe. I can decide downstairs. Ja, und da ist die Frage, wen sie nehmen wird, Leute. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange, Strange and Colors. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast in diesem neuen Video, Leute. Und ihr könnt sehen, Alex hat sich hier schick gemacht für dieses Frühlingsrosenfest. Das ist schon unten auch sogar schon der Fall. Das wird schon dort unten bestimmt abgehen. Da würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir haben auch schon davor gehört, wie Alex Pike angerufen hat und gesagt hat, ja, wir haben den Stick, wir haben die Beweise und wie soll es ihm geben? Aber es wird noch was passieren. Es ist ja erst Episode 4 und... ja, das ist Life is Strange halt, ne? Wir können uns doch sogar umziehen. Ach, Tatsache, das geht sogar noch. Tiger... ich bin lieber doch für das hier. Ich find's viel, viel besser. Will you be my date to the festival, Shushu? Ja, oder Ryan oder auch Steph, ne? Eins von den beiden hier. Schlüssel nehmen und dann würde ich sagen, raus hier uns. Wir sollten es erstmal mit Pike klären und dann vielleicht zum Frühlingsfest gehen oder erstes genießen und dann zum Pike gehen. Ich weiß es nicht, ne? The USB stick is on my desk. Ah, oh. Das Wichtigste vergessen. Den USB-Stick. Kurz auch mal mitnehmen hier. Okay, time to head downstairs. Okay, dann würde ich sagen, Leute, kurz mal die Nachricht mit Eleanor lesen und dann ab nach unten. Gesetzt du dich heute Abend zu uns, meine Liebe? Ja, dieser eine Party kann ich die Stirn bieten. Ha, wir machen es so schmerzlos wie möglich. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ab zur Party, Leute. Ich bin gespannt. Wir haben auch schon in der letzten Folge gehört, dass die Typhoon-Gesellschaft irgendwas begraben wollte. Ja, aber die Frage ist natürlich, was wollten die begraben und warum haben die solche Risiken in Kauf genommen, dass jemand sterben könnte? Weil der Sprang der mal sogar auch Gabe getötet, also das ist ja schon auch eingetroffen, aber was ist denn so wichtig eigentlich unten? Vielleicht irgendein Monster? Irgendein Schatz? Oder mehrere Leichen? Wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Wir werden auch sehen, wie es wird. Check. 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 Holy shit! You own a skirt? Hey, guys. Happy first Spring Fest. Thanks. I got a hold of Pike. He'll be here soon. Once he sees what's on that stick, it's over for Typhon. Hence the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Ich habe auch eine böse Theorie im Kopf. Ich glaube auch, dass Pike irgendwie auch Scheiße bauen wird. Oh, rad. Do you need help setting up for the show? Nah, it's all good. We're almost there. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. Can't make any promises. Text me when it's ready. Und
müssen uns safe dann entscheiden, wen wir nehmen werden. Ryan oder Steph? Steph and Ryan would definitely be on ja, the list. Ja, das hat sie jetzt auch schon gerade eben auch anyway, time bestätigt. To enjoy the festival. Ryan oder Steph? Ich mach beide. 233. 234. This game is so demoralizing. No. Why do I do the this to myself? Was 234. Hmm. Maybe wait. I can help him somehow. Damn it. Bohnenzähler. Warte, vielleicht können wir sie One, irgendwie, two, keine Ahnung, also aus ihr rausholen, wie viele da drin sind, dann können wir es dem Typen auch mal erzählen. Another year, another prize gift card for yours truly to keep. I'm such a little devil. Really? Come on, Jellybean Lady. That's not right. Wir fragen mal nach. Hey there. Guess the exact number of jelly beans and win a prize. Only one guess per person. The exact number? Is that how this game is supposed to work? You can go right after this determined young man. Wir können doch safe aus hier irgendwie rauskitzeln, wie viele drin sind, oder? Another year, es geht another nicht, schade. Prize gift card for your... I don't think this thing is checking IDs. Nobody tell Pike. Oh, ja. Aber ich glaube, für heute werden alle ein Auge zudrücken, oder? Bei so einem riesigen Fest. Cool, Haven Springs wow. So klein, oder wie? This is a beautiful model. Ja. Ja. Ich habe sowas auch damals, glaube ich, gemacht. Mit zwei, drei Grundschulkollegen. Bei einem kleinen Projekt. Ich war da leider nicht so gut drin, weil it ich war nie so der Kunsttyp, aber... Yep. Für meine Verhältnisse war es dann auch gar nicht so schlecht. Und hier ist auch der liebe Jets. Er ist sehr glücklich. It's a hell of a month. But this and I'm not advocating for that kind of drinking, mind you. Jed loves this town so much. It's inspiring. Ja. Ich mag Jets. Wirklich. Alle sind einfach happy. Alle haben diese goldene Aura um sich herum. Schön. Awesome. Super. Hinsetzen. So this is that whole communal gathering thing everyone's always going on about. Boah, sowas will ich auch gerne mal besuchen, Leute. Yep. Einfach so eine kleine Gemeinschaft. Einfach mal wieder neue Leute kennenlernen. Ein bisschen trinken. Einfach entspannen. Das kann man in Berlin nicht so krass machen, weil da ist dann jeder gefühlt besoffen in irgendwelchen Ecken. Aber das ist sehr, sehr entspannt. Auch die Leuchten oben. Boah, ich fühle mich gerade sehr wohl hier. Das ist krass. Das ist schön hier. Okay, dann einfach ein bisschen rumschauen und... Dann mal sehen, ob wir noch irgendwas Krasses ausfinden können, aber so then, wir müssen auch darüber nachdenken, wen wir nehmen werden. After Steph oder Ryan. Oh, come on. Mr. Lantern. Young man, like I love yourself. What you've done you with must your know what the God. House is. I just hope Riley I'm is doing all getting right. Pretty bushed. Oh no. They can have Colin at a night what soon. Happened to Riley? My goodness. What is wir this fragen town mal nach. Hi, Eleanor. Good evening, dear. Wir machen das mit den anderen Gesprächen und dann fragen wir mal nach Riley nach, also nach den zwei Auswahlmöglichkeiten. The decorations really turned out beautifully. It must have been a huge amount of work. It's worth it. So, we doing shots tonight or what? Of course. Body shots. Who's going first? Yo, Eleanor. Chill. Just kidding. Okay, okay, ich dachte schon. Or am I? ganz ruhig, Alter, ey. Zwar schon ein bisschen älter, aber will noch ihre Jugend wiederholen, Kappa. Nee, Spaß, also jeder kann ja trinken, aber... Ich mag sie, ich mag Eleanor. Aber die Frage ist erstmal, wo ist denn die Riley? Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Hey, so, where's Riley? I haven't seen her around. Ich hoffe, es ist alles gut. She's got a lot going on right now. I think she'd rather keep to herself tonight. Sie wurde angenommen, ne? In ihrem okay. Studium? Oder wurde sie that nicht angenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. I wonder if there's something she's not telling me. I better get going. Ja, Eleanor erstmal mit ihrem Alzheimer und enjoy your night. Jetzt auch mit Riley. Können you wir vielleicht too. Irgendwie noch was rauskitzeln? Poor Riley.
waiting for a bus all alone. But thank God she never found out about my condition. Riley went to the bus stop alone. I wonder why. Wir sollten vielleicht auch mal zu ihr gehen, zur Haltestelle. Aber warum denn bei der Haltestelle? Und warum ein Bus? Muss ich jetzt schon wegfahren oder wegen dem Studium? My bad. Oh, Wassermelonen. There's no graceful way to sample. Ich liebe Melonen. My bad. Oder nee, das ist auch Honigmelonen, sehe ich gerade. Auch Honigmelonen. Und das ist doch Burger. My bad. Sind es Burger? Das ist ein Burger. Wie geil ist das denn? Ich will hier auch sein. Wassermelonen, Burger, ich würde mich nur voll fressen. Anstatt trinken oder so. Höchstens vielleicht Fanta oder Wasser, aber Alkohol ist nicht so mein Fall. The world's most unnecessary vodka delivery system. Okay, wir fragen erstmal nach Steph. Hey Steph. Müssen wir mit dir sprechen, auch noch mit Ryan vielleicht. Okay. Alles klar. Ihre Gefühle können wir auch nicht lesen. Dann zu Ryan, aber ich schwanke immer noch zwischen den beiden. Ryan oder Steph? Wen würdet ihr nehmen, Leute? Ich gehe erstmal zu Riley. Können wir zu Riley gehen jetzt? Bestimmt, oder? Leeres Fass. Oh, die haben schon hier ein bisschen gesoffen, Alter. Haven really parties at this ja, festival, schon zwei leere Fässer haben die hier aufgebraucht. Wir gehen mal ganz kurz zu Riley, um mal zu schauen, wie es ihr geht. Good luck with that, sign. Kein Alkohol über diesen Punkt hinaus. Looks like plenty of people are still out around town. Ah, okay, also wir können wieder alles erforschen. It's not an emergency. Trust me, I'm fine. Oh? Typhon is not normal. It's just I made a mistake coming here. Get out while you can, dude. Yeah. Mit denen sollte man nicht spaßen, mit den Vollidioten aus Typhon. Grand opening tomorrow. Gotta pull my shit together for this grand opening. Free soup and salad. These people won't be so gracious forever. We might. Free food goes a long way in Haven. Ja, aber ich glaube, hier einen Laden zu öffnen ist jetzt nicht das lukrativste, oder? Was sagt ihr, Leute? Klar sind die Preise bestimmt auch nicht allzu hoch, aber bei so wenigen Menschen hierher ziehen, um irgendwas aufzumachen, was Neues, wäre, glaube ich, jetzt nicht so klug. Aber ist ja nur meine Meinung. Ne, ist ja immer jedem das Seine, was sie machen wollen. Lots of people still aber hanging out on Main Street tonight. Wir müssen das mal zu Riley. Ich finde es auch schön, dass man endlich alles so erkunden kann hier bei Life is Strange. Macht sehr viel Spaß. Yeah, it was. Oh, das sind, glaube ich, die beiden gewesen, die sich lieben, oder? There's food left at the festival? Are you hungry? I don't know. I still like her so much. Could be. What do I do? Sorry, man. Forbidden love. Is a bitch. Nice of you. Ich hoffe, die werden sich noch irgendwie zusammenfinden, die beiden. Cool. Damn it. I'm head over heels for this dork. What do I do? Wait, kann man nicht irgendwie helfen oder so? Hey, It's the Springfest. You're both obviously into each other. Just make out already. What? You heard me. Is it that obvious? Is what obvious? Fuck. Julia, I don't want to screw this up. What's obvious? Are we talking about the same thing? Look, if we weren't in the middle of the street, I would totally jump you right now. Do you want to come back to my place tonight? Maybe. Oh my God. Absolutely yes. Ja, Bruder. Oh, sind sie beide happy. Her place. Tonight. Good luck making it till then. I am going to rock his world. You do that. Ja, Leute, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann im Bett. Übertreibt es nicht zu sehr. Uns immer verhüten. Merkt euch das, Leute. Time to kill. Might as well wander around and be social. Ja, ey, das macht voll Spaß hier. Lan ist ja schon zu, ist ja klar, ist ja Frühlingsfest, was schaue ich doch so blöd? I have a surprise for you. Good surprise or bad surprise? I started a farm. Didn't expect that him playing my favorite game would be a turn on. But here we are. The nurse, she's adorable.
Merkt euch das, Leute, immer von eurem Crush das Lippenspiel spielen, dann habt ihr auch eine gute Chance oder so. Pretty late for a bus ride. Ja, da ist dann Riley. Da war Riley. Wir gehen mal kurz zu ihr und fragen mal, was sie gerade macht. Da ist sie auch schon vorne. Willkommen, Riley. Oh ja, sie will wegfahren. Da steht ein Koffer, das ist eindeutig eigentlich. Here I am, just waiting at the bus stop. About to change my entire... Schade. There she is. Looks like she's packed and ready. Hey, Riley. Es ist so schade, dass sie wegfährt. Hi, Alex. What are you doing out here? Just out for a walk. You? Can't tell that woman anything. My bus comes tonight, and I just couldn't bear saying goodbye to everyone. I get that. I'm really gonna miss this town. I'll miss my Nana most of all, of course. I hope Nana's okay. She's in good health, but sometimes I wonder if I should really be leaving her here alone. Oh nein, sag nicht, wir können jetzt entscheiden. Eleanor is keeping her condition a secret. But I feel like Riley would want to know. What should I do? Wir müssen entscheiden, oder? Wir müssen entscheiden! Oh Gott, warum bin ich hierher gelaufen? Warum bin ich hierher gelaufen? Ich hätte es nicht tun sollen. Sollen wir ihr erzählen? Von Eleanor, von dem Alzheimer? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wir sollten es aber trotzdem... Aber ihr Studio und Journalismus. Aber Eleanor alleine lassen mit dem Alzheimer, sie wird nicht klarkommen alleine. Entweder holen wir einen Pfleger und eine Pflegerin für sie her, oder Riley muss bleiben. Oh, was würdet ihr nehmen, Leute? Würdet ihr es erzählen oder verheimlichen? Ich erzähl's sie, glaube ich, Leute. Das ist das einzig Wahre. Also, bei mir ist 50-50, aber mein Herz, mein Bauchgefühl sagt, ihr erzählt. Wir machen es, Leute. Wir erzählen es ihr. Scheiße. Riley, I think there's something you should know. Wird sie denn hier bleiben? It's kind of a long story, but I found out that Eleanor has Alzheimer's. I'm sorry. I know it's a lot to take in. God. I had my suspicions, but... I need to go home and talk to Nana about this. Thank you so much, Alex. I'm sure it wasn't easy to tell me this. Sure. Good luck. Boah, wird sie dann ihr Studium aufgeben? Ihr lang ersehntes, erwünschtes Studium in den Journalismus-Studiengang. Ah, wir können jetzt zu Ryan gehen. Oh Mann, Sounds like Ryan is ready for me. I better head back. Okay, wir laufen kurz zurück dann, Leute. Aber wird sie dann wirklich ihr Studium aufgeben? Ich meine, sie hat so hart dafür gearbeitet. Sie hat so viel geprobt, so viel geschrieben. Bestimmt auch nächtelang nicht schlafen können, weil sie einfach aufgeregt war, ob sie angenommen wird oder nicht, weil Studiumannahme bei so einem gefragten Studiumgang auch, ja, Journalismus, das wirkt für jeder studieren, jeder Dritte auf der Welt und dann angenommen werden, aber dann jetzt einfach wegen Eleanor, wegen dem Alzheimer jetzt doch nicht hinfahren, ne? Ist jetzt die Frage, ne? Was wird sie tun? Wird sie jetzt in Haven Springs bleiben? Oder erstmal mit Eleanor reden und dann halt entscheiden, ob sie wegfährt oder nicht. Das ist schwer. Aber Leute, Familie geht vor. Studium hin und her. Familie. Alzheimer. Das ist echt scheiße, die Kombination. Ich hoffe, sie wird die richtige Entscheidung treffen. Ich hoffe, sie wird auf ihr Herz hören. Ja, das ist klar. Well, aber wie ich Eleanor kenne, wird sie bestimmt sagen, hey, du wirst im Studium fahren. Weil, das ist schwer. Das ist alles einfach schwer, Leute. Aber egal, Leute, wir gehen jetzt mal zu Ryan erstmal. Die Sache wird später noch kommen. Die haben Valkyrie hier als schwarze Bestie verkleidet. Valkyrie. Oh, Rar. Hi, Val.
They even looped you into participating, huh? Das schwarze Biest. Alter. Widerstand. Okay, würde ich sagen, kurz mal zu Rhinus gehen. Was, können wir jetzt mal mit beiden sprechen? Oder müssen wir uns entscheiden? Oder müssen wir nur zu Ryan gehen? Okay, müssen wir zu Ryan gehen. Würde ich sagen, gehen wir zu Ryan. Und helfen wir mal ganz kurz bei der Bühne. Hey. Oh, hey. Just in time. So, who's playing? Yours truly. Seriously? That's awesome! Well, wait. Who else? Steph. Who else is playing? I hate you both. We didn't das want you to wuss klar. out. Das war schon irgendwie übelst klar. Who said anything about wussing out? Nobody, but only because we didn't give you the opportunity. This is gonna be awesome, trust me. We've never played together before, and anyway, sorry if this sucks. Let's go, Alex. Fuck it. Das hat voll die schöne Stimme, die Alex. Hat mir sehr gefallen. Oh, shit. Was für denn Charlotte jetzt wieder hier? Nach dem Vorfall da bei ihrer Apotheke, als sie da ausgerastet ist und uns einfach angeschrien hat, was hat sie jetzt vor? Mach keine Scheiße, Charlotte. I was horrible to you earlier. Mhm. You really weren't. Doch, war sie, Alex. Really? Then I fucked up, because I was trying pretty hard to be horrible to you. I was so excited about you coming to Haven. In my mind, the way I built it up, we were gonna be best friends. I wish. Ich glaube, sie hat Persönlichkeitsstörungen, weil sie sagt ja auch, als wir sie davor auch gesehen haben, einen Tag davor, dass sie ihren Sohn hasst. Dass sie uns hasst, dass sie Ryan hasst und dass wir alle schuld waren. Also, ich weiß nicht, ich kann ihre Gefühle oder ihre, ja, ihre Andeutung gerade nicht ganz einordnen, was sie jetzt gerade von uns will. Also, ist sie jetzt wirklich erfreut, dass wir hier sind, oder hasst sie uns doch
innerlich. Fragen über Fragen. Ich auch. I know. Me too. Aber vergeben, Leute. Wir müssen vergeben. Wir sind besser als sie. Aber die Sache davor war schon echt ziemlich hart, was sie gesagt hat. Und wer es auch gefühlt hat über uns oder auch gedacht hat generell. Oh, Charlotte. Es ist klar, sie hat ihren Freund verloren, ihren geliebten Freund. Es war auch unser Bruder, klar, aber... Irgendwie nimmt es sie mehr mit als Alex. If you must wait, wait for them here in my arms as I shake. If you must weep, do it right here in my bed as I sleep. If you must mourn my love, mourn with the moon and the stars up above. You okay? No. But... Well, you know. I'm gonna go home. Ich weiß nicht, Leute. Das fällt mir wieder auch langsam wie einfach auf. Also, ich finde, Alex, ich weiß nicht, ob es ihre Art ist, irgendwie das, sag ich mal, zu verstecken, aber irgendwie ist Alex gar nicht so traurig, wie sie eigentlich traurig sein sollte. Wisst ihr, was ich meine? Also, sie muss irgendwie andere aufmuntern, obwohl sie ja eigentlich am meisten betroffen ist, mehr oder weniger. Klar, sie haben vielleicht nicht mehr viel zu tun gehabt damals in der Vergangenheit als Geschwister, aber es ist ja immer noch ihr Bruder. Und sie waren auch bestimmt beide zusammen in einer Wohnung, sind dann groß geworden und dann ist Gabe ausgezogen und ich weiß nicht. Also das ist alles irgendwie ein bisschen komisch, aber ich glaube auch, dass es irgendwie Alex Psyche, einfach ihre Persönlichkeit, dass sie ihre Traurigkeit nicht so ganz zeigt. Weil sie schon so viele Emotionen aufgesaugt hat, Traurigkeit, Wut, Depression und ich glaube einfach, das hat sie einfach ein bisschen zerstört innerlich. Oder einfach kalt gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Können wir uns auf dem Dach treffen? Klar. Two-faced bitch. Oh, Diane. Hey Alex, ich wollte dir ein frohes Frühlingsfest wünschen. Leider muss ich dieses Jahr arbeiten, aber ich schätze unsere Unterhaltung von vorhin wirklich. Es war toll, dich näher kennenzulernen. Sounds like Steph wants to meet me on the rooftop. Wenn du wüsstest, ne, warum wir es getan haben. Und Steph will uns auf dem Dach sehen, okay? Okay, okay. Wenn das nicht eindeutig ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ah ne, das ist ja hier. Black Lantern ist ja hier, glaube ich, irgendwo. Genau hier. Nice. Also, kurz bisschen Minze einnehmen. Oder dieses Mundsprüh-Dings vor dem Kuss für Mundgeruchbeseitigung und noch ein bisschen mundfeucht machen. Dann rein da. Ich finde es aber echt nett von Jet, dass sie einfach leben kann hier ohne Miete. Also, es ist krass. Ugh. Not tonight. Nein, wir haben frei. Klar, es ist alles natürlich auch ein bisschen ehrenamtlich von Alex, aber wir gehen schnell zu Steph. Wir lassen sie nicht warten. Frauen wollen nicht warten, Frauen mögen es nicht so warten. Deswegen machen wir uns schnelle Beine. Das muss es sein. Das muss jetzt die Stelle sein. Oder? You said you have some news? I'm leaving. I'm actually leaving Haven Springs. Can you believe it? Back on the road again. Fucking finally. Was? Wait, seriously? I'm gonna play music again, Alex. Anywhere I want. God, I forgot how fucking good it feels.
freue mich sehr für dich, dass es misst. Nee, komm, also, natürlich freuen wir uns natürlich, ist Holy ja klar. Holy shit, Steph, that's so cool. I'm really happy for you. You better keep in touch. You think it's that easy to get rid of me? Come on, Chen. I need a new destination. You're my good luck charm. You have shit taste in good luck charms. Shut up. Berlin? Pick one. Wir können jetzt also entscheiden, wo Steph hinfährt. Berlin? Massachusetts, ich kann diese Stadt nie aussprechen. Oder Ozean. Also wenn du Karriere machen willst, Steph, dann würde ich sagen, dann doch eher in Berlin. Weil da feiern echt sehr viele Partys. Also hier laufen gerade, während ich aufnehme, bestimmt wieder 20 Milliarden Partys in irgendwelchen Ecken. Und da kann man Musikanten oder irgendwelche DJs immer gut gebrauchen. Ja, dann nach Berlin, oder? Oder zu Massachusetts. Oh, ich hab's ausgesprochen endlich. Sehr gut. First try. Oder zum Ozean. Aber sie will ja einfach Musik spielen und will sie auch ein bisschen Karriere machen. Also ich würde sagen, in Berlin kann man sehr gut Musik spielen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Berlin, weil ich ja auch lebe in Berlin. Und weil Berlin auch eine coole Stadt ist. Wir nehmen Berlin, Leute. Berlin. Fuck yeah. Bowie recorded Heroes in Berlin. And that record slaps. Where am I gonna live there? Kreuzberg, da ist immer natürlich ein bisschen assi. Kreuzberg oder Marzahn. Also niemals nachts in Kreuzberg rumlaufen. Ihr werdet safe, irgendwie überfallen, Kappa. Ein großes Loft, ein besetztes Gebäude. Natürlich ein Loft, ist ja klar, aber ist auch eine Frage des Geldes, ne? Es ist in Berlin sehr teuer alles. I'll brood on the fire escape. Writing lyrics in my leather-bound journal and drinking absinthe straight from the bottle. Ugh. Someday, they turn the place into a museum. Steph Gingrich recorded blah, blah, blah here. And it slaps. That sounds like a pretty spectacular plan. Great. Then come with me. To Berlin? Was? Sure. Was? Why not? Doesn't have to be our first stop, but one day. Das ist I still eindeutig. Have friends in Seattle who book shows. Maybe we start there, or I don't know, Kansas City, Vegas, wherever we want. Look, I don't want to pressure you, but. I've seen you give so much of yourself to make sure other people get what they need. And I guess I wonder if you've thought about what you need. Boah, die Musik, wie schön. Gerade voll die schöne Musik am Laufen. Obviously, I like you Alter. A lot, Alex. You mean the fucking world to me. Oh, Leute. Also, Leute, das ist ja klar. Wir werden sie umarmen. Nein, Spaß, Leute. Wir küssen sie natürlich. Let's go. Alex, let's fucking go. Küss sie jetzt, Mann. Endlich. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Also, sie würde es auch so unbedingt. Steph ist auch echt ein hübsches Mädchen. Sie ist cool drauf, hat Humor. Hammer Mädchen. Ich würde sie auch sofort küssen. Wäre ich ehrlich natürlich, ne? Also, ne? Natürlich in ihrer Haut, nicht ich selber. Boah, ist das schön, oder? Endlich haben wir jetzt ein Paar. Wow. Let's go. You don't have to decide anything now, okay? Just
Think about it. I will. Thank you. I'm gonna head back down. Find me later. Ja, gerne, klar. Boah, die Musik. Ich hab grad voll Gänsehaut, Leute. Das ist übelst krank. Wenigstens mal was Schönes in Haven Springs. Wenigstens das. Oh, da war ja noch was. Ich hab schon alles vergessen hier. Officer Pike und dieser scheiß Stick. Hey, oh, Mann. Gabe? Mann, oh Mann. Can I tell you something? I think I solved it. Why you died. Who's responsible? Isn't that crazy? I'm out of threads to pull. Which is terrifying. Because on the other side of all this, after Typhon, after you, there's just normal life. I was kind of counting on you to show me how to do that. But I think I can figure it out. I just wish you were here to see it. Also, I kissed Steph, so that happened. Wir werden sie einbuchten. Um jeden Preis. Okay. Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal kurz weg hier. Und ich würde dann sagen, wir müssen jetzt mal zu Pike gehen. Es wird mal Zeit, dass der irgendwas macht, dieser Pike. Ich sehe ihn irgendwie auch gefühlt nie. Ich sehe ihn nur manchmal in der Bar, an seinem Auto und dann irgendwie ein bisschen rumchillen. Also, ich habe ein grobes Gefühl, dass er auch was irgendwie damit zu tun hat, ne? Dass sie einfach Pike hier bestechen mit ihrem ganzen Geld, was Typhon hat. Weil ich glaube, ein Polizist hier in Haven Springs verdient nicht allzu gut. You have the USB drive? I do. It's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover-up. You need to come with me to the station. Was? Alex? Don't make this hard. Was ist los, Pike? Oh nein, ich hab's doch gesagt. Ich wusste es echt nicht. Aber es war schon irgendwie klar. Das war einfach ein bisschen klar, dass er was damit zu tun hat. Leute, ich würde dann sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter hier bei der Ermittlung. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier reinkommen müssen in diesem Revier mit Pike. Da würde ich sagen, Leute, war eine schöne Folge. Aber mit einem sehr, sehr, ja, negativen Ende. Dann würde ich sagen, liken, wenn es gefallen hat. Wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao, ciao.